Einen herzlichen Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge. Tavern Master. Jetzt neu. Nein, wie gestern zum Ende hin schon mal kurz gesagt, ich würde hier gerne ein wenig umbauen. Damit wir mehr Gäste versorgen können. So, wir kaufen uns diese lange Tafel. Ist die Frage, wie ich es baue. Na gut, wir können es ja später nochmal umändern. Ich setze sie erstmal hier hin. 8. Plus 35. Oh, ich könnte auch einzelne Stühle setzen. Stuhl. Da würden aber nicht alle hinpassen. Ah, ja. Okay, ich verstehe. I understand. Now I understand. Okay, das geht. Okay, das würde sogar auch gehen. Krass. Nee, wir bauen hier mit Bänken. Machen wir erstmal die Billo-Bänke und machen dann teurere? Ich glaube, ja. Ich ersetze dann nach und nach mal die ganzen Tische und so weiter. Und Bänke durch bessere. So. Okay, Gästeanzahl 122. Ich habe gar nicht geguckt. Ja, doch. There is enough light. Light. Was lightning? Ach, von dem Ding geht doch auch Licht aus. Dann kann ich mir doch das eigentlich nach hier hinten schieben. Hm, naja, keine Ahnung. So, Rosaline erstmal upgraden. Sorry, ganz vergessen. Nochmal Speed. So, wir gehen nochmal durch. Alle glücklich. Rosaline ist sogar so glücklich, dass sie ihr nochmal Geld abziehen kann. Okay. Minimum haben wir alle erreicht. Mann, wieso ist denn hier immer ein Ausrufezeichen? Ja, ich weiß. Stammtisch will ich aber eigentlich nicht. Jetzt müsste die Gästeanzahl aber nach oben dramatisch gehen. Alter, wie viel Getränke hier rumstehen. Krass. Essen steht auch sehr, sehr viel rum. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, es wäre Zeit für eine weitere Kellnerin. Hallo? Die sind alle gleich, ne? Ja. Zieh jeden Tag mehr Kunden an. Stimmung wird durch Reinigung nicht beeinflusst. Stimmung wird durch Reinigung nicht beeinflusst. Gewinnt zweimal schneller Erfahrung. Gut, dann holen wir uns sie. Kieran, upgraden. Upgraden. Du warst ja Suppenboy. Dann kriegst du auch erstmal Suppen. Wobei ich die noch gar nicht zahlen, herstellen kann. So, eine vierte Bardame. So, das war's, ne? Ja, bestellt wird nicht mehr. Wir füllen alles schon mal auf. Und haben heute 71 Kunden gehabt. Okay, guck mal, gestern sogar zwei von den seltenen. Heute war es nur einer. So, 829. Wir zahlen 233. Heißt, wir haben noch ungefähr 600. Gut, dann kaufen wir jetzt den Schneidetisch. Keine Ahnung, ob der vorne und hinten hat. So, das heißt, wir haben eigentlich erstmal das hier. Ach, den Abenteurertisch muss ich auch noch kaufen. Steak.
Und Fischsteak haben wir jetzt neu dazu bekommen. Aber ja, ist das gleiche. Einfach nur mehr Auswahl. Cool. Gut, starten wir nächstes. Okay, hat gereicht gegen ihn. Sehr schön. Kauf ein Gewürzregal für die Küche. Wie teuer waren das? Ah, 400. Okay. Ich sollte vielleicht eine zweite Kiste kaufen. Ja, wobei ist auch egal. Haben wir denn noch Dekoration? Hier zum Beispiel so einen langen Rack. Ja, der wäre tatsächlich genau drunter. Bringt mir 30. Für 100. Naja, komm. Soll's. Sieht die ganze ein bisschen schöner aus. Hier könnte man theoretisch noch eine Tafel hinsetzen. Aber ich müsste das alles auch nach und nach mal ersetzen. Wie groß kann ich denn eigentlich bauen? Ah ja, guck mal. Wir haben gar nicht mehr so viel Platz. Also das heißt, wir müssen wirklich irgendwann Kompromisse machen. Beziehungsweise wir können ja auch angeblich oder anscheinend, hier, da ist es ja schon, in die nächsten Etagen irgendwann gehen. Alter, what the fuck? Ach du heilige Scheiße, wie viel gibt's denn hier noch? Ist ja Wahnsinn. So, das bedeutet aber, erstmal, dass wir Levelaufstieg haben. Kriegt man 0,38 Sterne. 2% schon, dass so ein Seltener kommt und einer, dass so ein Goldener Boy kommt. Oh mein Gott, da ist sogar ein Goldener. Krass. Der olle Ritter. Sag mal, die Gesichter, die kommen mir doch bekannt vor. Jetzt weiß ich auch, was... Whispering Games, also die das Ganze hier publishen, die haben auch Medieval Dynasty gemacht. Und da sind die Charaktere auch so ähnlich gezeichnet. Stimmt. Wahrscheinlich hat man sich einfach dem gleich... Ich weiß jetzt nicht, was zuerst rauskam, aber ich glaube, Tavern Master war zuerst draußen. Aber die Charaktere... Stimmt, jetzt, wo ich mir mal genauer hingucke, die Charaktere ähneln sich doch schon ein bisschen. Hieß es Medieval Dynasty? Ich kann aber ganz kurz nebenbei gucken. Gott, Alter, habe ich viele Spieler. Medieval Dynasty? Nee. Sorry, das war nicht. Oh, wie hieß denn das Spiel? Foundation. Bin gleich wieder da. Alter. Bibliothek. Ich hab doch 100%. Going Medieval. So hieß es. Okay. Going Medieval. So war der Name des Spiels. Alles klar. Was wollte ich machen? Achso, erstmal alles auffüllen. Ja, also Essen müssen wir echt aufpassen. Das wird langsam ziemlich teuer. Gut, dann haben wir jetzt... Alter, ja, jetzt... Auch wenn ich jetzt ins Minus gehe, das tut mir echt leid. Also außer... Ihr seid alle glücklich, ne? Ja. Gib mal, hier ist der Käse übrigens. Kommt wieder ein Gewürzregal, dann kriegen wir auch nochmal 200. Auf ein Waschbecken. 400. So ein scheiß Suppentopf muss ich auch noch bauen. Wir bauen... Ach, ich wollte eigentlich doch das andere machen. Egal, es ist so. Jetzt kriegen wir nochmal 200 wieder zurück. Habe ich das eigentlich alles beansprucht? Ja. Den Abenteurertisch wollte ich eigentlich bauen. Oder kaufen. Wobei ich glaube, das wird relativ eng vom Platz her. So. Ich kann trotzdem noch keine Suppen machen, ne? Weil mir was fehlt. Ja, na klar, der Kessel fehlt. Wichtigste überhaupt. Wow, der ist ja niedlich. Thank you.
heißt, jetzt kann ich Suppen machen? Kann ich immer noch nicht machen. Eine Schüssel und ein Kessel. Kapazität 5, 6, 7. So, ich verstehe nicht, was fehlt. Eine Kiste, ein Gewürzregal, eine Schüssel und ein Kessel. Was ist denn eine Schüssel? Wo kriege ich denn eine Schüssel her? Tellerregal, Gewürzregal. Becken. Im Kochtopf werden Suppen zubereitet. Habe ich dann so viel Geld? Okay, jetzt kann ich Suppen auf jeden Fall machen. Boah, strange, keine Ahnung. Köche auf Etage 1 haben nicht genug Kessel, um alle Suppen zu kochen. Was? Ich verstehe es. Okay. Dann machen wir die Gemüsesuppe aus. Ah, okay. Ich kann pro Kochtopf quasi eine Suppe kochen. Okay. Und die kann ich dann an die Leute geben. Ah, ja. Okay. Verstehe. Verstehe, verstehe. Ich habe bloß keinen blassen Schimmer, was dieser Bottich hier soll. So. Beende eine beliebige Forschung. Sind wir dabei? Verteidige dich einmal gegen Diebe. Ja, das kann ich nicht beeinflussen. Den Abenteurertisch. Den machen wir als nächstes. Ja, ich denke, jetzt werden die beiden sich auch weniger im Weg stehen. Ja, okay, sie stehen sich nur im Weg. Fisch wird gebraten, so rum. Diese zweite Kiste müsste ich auch machen, dass beide sich wirklich nicht im Weg stehen. Ah, okay. Er nimmt Fisch und der klopft gerade das Fleisch. Ah, das gibt ja jetzt fast nur noch Essen. Also Fleisch essen, so rum. Hähnchen gebraten. Da haben wir wieder einer Steak. Oh, das sieht schon schön aus. Also animiert finde ich das sehr, sehr gut. Ach, übrigens, wie viele Gäste hatten wir denn gestern? Kiek mal, 83. Nochmal eine schöne Steigerung. Oh, heute auch schon wieder zwei seltene Kunden. Sehr gut. Da ist noch einer. Wie sieht's denn überhaupt aus mit der... Erstmal können wir hier Levelaufstieg machen. 0,43 Sterne. Achso, das ist abhängig von den Sternen insgesamt. Verstehe. Ja, ja, ja. Okay. Ach, dann kann man die Leute auch so ein bisschen lenken. Okay. Treppen steigen? Nein. Kragen, meinetwegen. Oh, da ist aber einer böse. So, sind denn jetzt alle wieder zufrieden? Ja. Ach, hier, Lauren kann auch wieder aufsteigen. Ja, die bleibt erstmal bei ihrem alten Gehalt. Judy geht auch wieder runter, schön. Okay, dann haben wir's. Ach, ist schon wieder fertig, krass. 1120. So, alles nachordern. Und wir haben wieder 747. Ich hätte natürlich gern den letzten Koch, Suppentopf. Nein. Damit wir alle Suppen haben.
So, dann können wir nämlich hier jetzt auch das machen. Und wir können meinetwegen... Ja, kommen wir hier mal noch Licht hin. Special. Dekoration. Wie viel Geld haben wir noch? Ein bisschen haben wir noch. Wer bist du? Achso, du bist ein Bücherregal. Was ist das? Ein Banner. Garderobe. Oh. Ich wollte sagen, kann ich den hier einfach mitten in den Raum hängen? So, Wappen. Okay, und dann war's das. Es gibt ein moderates Feuerrisiko auf Etage 1. Mittleres Risiko. Okay, dann erhöhen wir das. Ach, wahrscheinlich deswegen, wa? Ah ja, warte mal. Dann ändern wir das doch nochmal. Moderates Risiko. Prozentige Chance. Oh, das ist aber viel. Ja, komm, dann machen wir das so. Gut. Ach, wir gehen wieder ins Minus. Egal. Müssen wir durch. So, dekorationsmäßig. Sehr gut. 151 Tage. Besucher. Warum ich das eigentlich mache? Ich habe auch gar nicht die Möglichkeit, so viele Gäste aufzunehmen. Das ist immer so Quatsch. Naja, whatever. So, oh, da wird eine Suppe gekocht. Kiek mal in der Schau. Oh, eine Tomatensuppe. Suppe ist fertig. So, das ist die nächste Suppe. Aber das Schöne ist nur einmal gemacht, ne? Und der Rest könnte dann theoretisch einfach nur rausgelöffelt werden. Oh, er macht einfach direkt die dritte Suppe auch noch. Sag mal, Gewürze sind einfach nur da, ja? Die muss ich nicht nachordern. Ah ja, sehr gut. Tatsächlich werden einfach dann die Suppen nur rausgenommen. Schön. Suppe. So, Bier steht da, Limo steht da. Ist schon sehr wuselig mittlerweile. Gefällt mir. Entschuldigung. Sagten eigentlich die Gäste? 90 Gäste gestern. Und 4 seltene. Sehr schön, kiek mal. Fehlen nur noch 16. So, was ist denn hier eigentlich? Levelaufstieg. Aber das kann ja nur der Anfang sein. Weil wenn's... Was wollte ich sagen? Wenn es hier noch mehr Zutaten gibt, das hier, dann muss es ja auch definitiv mehr Gerichte geben. Okay, bei Veranstaltung, alles klar. Sorry. So, 90. Ah ja, okay. Dann einmal nachjustieren. Sorry, hier. Macht noch 687. Warte mal. Glaube ich noch ein bisschen einsparen. Zumindest bei denen, die gerade aufgelevelt sind. Heißt, wir haben noch 400 und ein paar zerquetschte. Ich spare jetzt für den Abenteurertisch.
Ich würde ihn sehr gerne noch haben wollen. Vielleicht machen wir die Bühne da weg, setzen die hier hin. Und da oben kommt der Abenteurertisch hin. Gibt es eigentlich auch andere Türen? Nee. Oh, ich kann doch noch einen anderen Eingang setzen. Na gut, durch die Küche macht wenig Sinn. Nee, sorry, abbrechen. Scheiße, wieso kann ich das nicht abbrechen? Ich bin mir noch nicht sicher, für was ich das später brauche. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Eingang setze, kommt hier noch ein zweiter? Na gut, müssen wir uns mal beobachten. So, Suppen sind angesetzt. Was ist da los? Mit dem letzten Bottich. Okay, der letzte Bottich sieht irgendwie komisch aus. Ja, ich brauche unbedingt so einen zweiten Grill. Die wollen echt viel Essen jetzt mittlerweile haben. Wirklich fast nur noch Fleisch. Wahnsinn. So, wieder Fleisch. Nee, diesmal was Normales. Ah, da wird die dritte Suppe jetzt aufgesetzt. Okay. Schade, dass die Suppen nicht immer vorbereitet werden gleich von Anfang an. Würde ich irgendwie besser finden. Okay. Ja, das muss ich auch noch mal ein bisschen cleverer aufbauen später. So, 1566, sehr geil. Zweimal Levelaufstieg. Ja, 0,57 Sterne. Gib mal Sahnebrötchen, sind wir auch bald fertig. So, Veranstaltung. Na, okay, ach, stimmt, das Käserezept brauchen wir noch. Beende eine beliebige Forschung. Das machen wir jetzt und dann haben wir auch das Käserezept. Okay. Sehr schön. So. Gut. Wobei es eigentlich egal ist, ob die Zeit weiterläuft. Also es ist ja nicht so, dass es was ändert. Laufen eh keine Menschen draußen rum. Gut. So, wo war dieser Abenteurertisch? Spezial? Ja. Gedacht. Setzen wir hier hin und hallo? Ich teste mal, kommen die Leute da hinten überhaupt ran? So, Käse. Das ist aber ein Rezept für Veranstaltungen, ne? Ja. Wagen beschützen. 11 Käse. Wald absuchen. 13 Erdbeeren. Schwierigkeit 40. Kosten 202. Der Tag ist zu Ende. Okay, gut. Wir starten mal den nächsten Tag rein. Kosten 153. Verfügbare Abenteurer. Kann ich dann quasi losmachen lassen. Ah, okay.
So, ihr geht auf Abenteuer. Okay, die trennen sich auch direkt. Das ist irgendwie sinnfrei, aber egal. Und dann kommen sie hoffentlich erfolgreich wieder. Gut, Ergebnis werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Bin gespannt, was unsere Abenteurer aus dem Wald denn mitbringen. Also anscheinend Käse. Aber, naja, ne? Wer weiß, was noch so passiert. Meine Lieben, adios und bis zum nächsten Mal.